liebe Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14 im Karrieremodus. Die letzten Folgen des FIFA 14 Karrieremodus. Und wir werden heute das Spiel simulieren gegen Norwich, ist ja ganz klar, weil wir wollen doch nur eins. Sind wir doch mal alle ehrlich, wir wollen Champions League spielen und zwar sofort. Nach dieser Enttäuschung eben brenne ich natürlich jetzt auf Wiedergutmachung und schenke zur Not eben das Spiel gegen Norwich auch weg, wobei da drei Verletzte und eine rote Karte eher dafür sprechen, dass wir die auch so schlagen sollten. Und ihr seht es hier, auch wenn Fellaini angeschlagen ist, Pjanic, Rooney, Mata und Van Persie sichern uns hier den Erfolg. Und wir können in dem Sinne jetzt entspannt sein, denn wir müssen jetzt 7 Tage für Fellaini aus, das ist okay. Wir jedenfalls müssen jetzt top motiviert sein, werden den BVB versuchen zu verunsichern und müssen jetzt eben Marouane Fellaini ersetzen. Das sollte dann aber eigentlich kein Problem sein für eben Ramirez. Obwohl Fellaini natürlich sehr stark spielt diese Saison. Muss ich ganz ehrlich zugeben, könnte eine Schwächung bedeuten, aber jetzt konzentrieren wir uns auf den BVB. Auf das vielleicht letzte Großereignis, wenn es ganz dumm läuft für uns. Denn es könnte ja sein, dass wir raus sind. Juan Jesus möchte unbedingt spielen. Kann ich nachvollziehen, aber wir müssen in den Signal Iduna fahren und müssen gewinnen. Und das wird nicht einfach, das ist wohl klar. Mit schwarzen Hosen können wir eigentlich nicht spielen, aber wir können traditionell blau spielen. Traditionell vor allen Dingen. Gucken, wie die Engines so sind hier. So, Energie. Van Vidic ist unten, Juan Jesus hat gebettelt, dann soll er auch spielen. Der ganze Rest ist, denke ich mal, gesetzt. Die Entscheidung zwischen Shaqiri und Miralas fällt erstmal für Kevin Miralas. Also, Weltklasse, 5 Minuten und heiter. Das ist eigentlich Wetter für uns. Da habe ich keine Angst vor. Also, bevor ich Angst habe, ist, dass wir jetzt einen ganz, ganz schweren Auftritt vor uns haben. Aber das sind eben diese Sachen, für die der Fußball dann auch lebt. Okay, nein, also ab in den Signal Iduna Park, meine Freunde. Borussia Dortmund gegen Manchester United. Und wie gesagt, ausverkauft. Die Ausgangslage ist klar. 2-2 im Hinspiel bedeutet, wir müssen ein Tor machen und müssen gewinnen. Oder müssen wir mindestens 2 machen, unentschieden spielen, da gibt es Verlängerung. 2-Tor-Option ist nicht so unbedingt die, auf die ich mich verlassen möchte. Und wir gucken eben mal in die Mannschaftsausstellung hinein. Weidenfeller, Großkreuz, Sokratis, Hummels, Schmelzer, Gündogan, Bender, Blaschikowski, Reus, Mkhitaryan und Benzema. Das ist genau die Mannschaft, die uns das Leben so schwer gemacht hat. Im 4-2-3-1. Okay. Hätte ich mir irgendwie eine andere Mannschaft erhofft. Keine Ahnung warum. Also ihr seht, bei uns ist keine Veränderung. Rafael, Jesus, Jones, Cicilio, Ramirez eben für den verletzten Fellaini drin. Und ansonsten alles, was Rang und Namen hat, vertreten. Auch wir im 4-2-3-1. Und wir stoßen nicht an. Wir spielen im Blau von rechts nach links. Champions League Halbfinale. Rückspiel ist eröffnet. Mkhitaryan auf Bender. Und das Spiel läuft. Marco Reus. Mkhitaryan. Benzema. Also, Gelb-Schwarz gibt hier erstmal gleich den Ton an. Kevin Großkreuz lässt uns ins Leere laufen. Und da ist Ramirez mit seiner ersten Aktion mal direkt im Spiel. Das ist ganz wichtig. Und das klappt auch sehr gut. Van Persie auf Mata. Obala, das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte den Schuss nur antäuschen. Gut, du musst so gerade sogar einen Einwurf spielen. Das ist ja gut für uns. Da haben wir sogar einen Einwurf aus dieser Aktion rausgeholt von Mata. Kein Grund, sich jetzt zu feiern. Boah, der wirft den völlig überzogen an Rooney vorbei hier. Aufpassen, Mkhitaryan, da Reus, der kann den auf Benzema spielen. Jetzt muss einer kommen. Ja, Benzema spielt. Ein Wahnsinnsball da, auf Reus. Ein Wahnsinnsball und Tor. 1-0 für den BVB, 9. Spielminute. Was spielt der Karim Benzema denn da für eine Kugel? Schwarz-Gelb führt, 1-0, 9. Spielminute, Marco Reus. Ach du Scheiße, was ein Tor. Guckt euch das mal an. Aus dem Fußgelenk raus, ey. Ja, und da lässt er sich natürlich nicht zweimal bitten. Marco Reus. Und jetzt steht es 3-2 und wir haben ein richtiges Problem. Wir müssen 2 Hütten machen. Koste es, was es wolle. Oh Mann, ey. Das ist natürlich nicht ungefähr, nicht mal ansatzweise so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Rafael bekommt den Platz. Können wir gleich antworten? Flanke kommt viel zu tief. Mata versucht abzulegen, kam aber nicht. Juan Jesus. Miralas, Flanke. Wird geblockt von eben Marco Reus. Miralas bleibt aber immerhin dran. Benzema. Oh nein, Rafael dabei kommt wieder zu Benzema. Gut von Ramirez. Das war mit Tempo. Miralas kann ihn klauen.
Kevin Mirallas. Ah, nein! Schmelzer dazwischen. Nicht entschlossen genug von Mirallas. Pjanic. Aber jetzt sind wir im Spiel. Mirallas Pjanic. Guter Ball auf Mata. Der lässt hier einen aussteigen. Das ist, glaube ich, Großkreuz gewesen. Den zweiten auch noch. Den dritten auch noch. Keiner kommt. Schussfeld ist blockiert. Mirallas muss jetzt einfach mal drücken. Mkhitaryan. Van Persie. Van Persie. Oh, Weidenfeller. Ich werde wahnsinnig. Oh, Mann. Das wäre es jetzt doch gewesen. Das war die große Chance zum Ausgleich. Und den hält Roman Weidenfeller sehr gut. Aber gute Reaktion der Mannschaft bis jetzt. Nach diesem Führungstor für Dortmund. Rooney. Oh, wieder den Ball nicht bekommen. Direkt weiter. Raphael auf die Schiedio. Nächster Angriff läuft. Dortmund steht jetzt schon hinten drin. Das ist ja wohl nicht den Ernst, oder? Mata. Mata macht das sehr gut. Und spielt steil durch auf die Schiedio. Ach, der ist leider abseits. Okay, weiter geht's. Ja doch, deutlich als das sogar. Brauchen wir uns so nichts vormachen. Langer Abschlag von BVB hier. Aber der Ball gehört seit dem 0-1 nur noch uns. Wayne Rooney. Der hat immer einen Tank. Ramirez macht das eigentlich ganz gut gerade. Behauptet den Ball auf. Pjanic. Kurz auf Van Persie. Die Schiedio. Gut durchgelegt. Mata. Weidenfeller. Ich werde wahnsinnig. Oh Mann. Roman Weidenfeller verhindert hier Schlimmeres. Pjanic. Ramirez. Behält den Ball. Ja, behält er. Ist aber Linksschütze. Macht keinen Sinn. Van Persie. Raphael. Oh, ist das eng. Van Persie mit dem starken Linken. Weit vorbei. 28 Minuten durch. Wir machen jetzt das Spiel des Problems, dass wir zweimal eiskalt von Weidenfeller gestoppt worden sind, während Marco Reus seine einzigste Torschuss bisher einfach nur ausgenutzt hat. Und De Gea hatte keine Chance, den abzuwehren. Mensch, Mensch. So, nächster Angriff. Sehr gut. Rooney hat den direkt auf Mirallas weitergeleitet. Der geht jetzt nicht in den Sprint, habe ich mir gedacht. Macht keinen Sinn. Treibt den Ball da runter. Zu Pjanic. Aufbau über die andere Seite. Mata sieht die Schiedio. Ach, Gündogan ist da. Kevin Großkreuz. Wir müssen zwei Tore machen, Leute. Und das können wir nur mit Ballbesitz. Boah, der rutscht durch auf Benzema. Und Rooney hat auch Pech. Also es ist nicht unser Spiel. Den kann... nein, den können wir nicht im Spiel halten. Oh Mensch, wieder so ein Pech gehabt. Ball erobert und außerdem auf Schuss gekommen beim Erobern schon. Läuft nicht gerade in unsere Richtung. Weiterkämpfen. Ich hoffe, ihr drückt die Daumen vorm Computer. Wir sind weiter dran. Gündogan. Dortmund kommt da hinten auch nicht raus. Schmelzer. Jetzt sage ich es kaum. Spielt Bender Reus an und jetzt spielen die eine Kombination hier. Die musst du erstmal nachsehen. Aber Bender verliert den Ball jetzt. Ramirez konnte klären. 40. Minute. Viel Zeit ist nicht mehr in dieser Halbzeit. Pjanic. Das sieht er gut. Van Persie. Hat Pech, dass Mkhitaryan da steht. Mensch. Und direkt wieder in die Arme der Dortmunder. Viel zu nervös, das Spiel der Red Devils. Und was gibt's jetzt? Es gibt Freistoß für Dortmund hier. Es gibt Freistoß für Dortmund. Okay, 42 Minuten rum. Liebe Freunde, das ist nicht gut. Oh nein! Oh! Der Ball war schon bei uns. Was ist denn hier heute los hier? Es läuft einfach nicht. Wir hatten den Ball schon fast sicher eigentlich. Raphael, gute Bewegung. Nein, und Bender geht dazwischen. Ich glaube das nicht. Wenn der Bender nicht da ist, ist ganz viel Grün für Kevin Mirallas da. Drei Minuten gibt es obendrauf. Was war das denn jetzt? Die Jungs wirken hypernervös. Mata, der Einzige noch, der so ein bisschen Linie im Spiel hat. Und der schickt Wayne Rooney, der bisher abgetaucht ist. Wayne Rooney. Wayne Rooney gegen drei, kann sich durchsetzen, kriegt aber den Ball zu Ramirez. Nein, Weidenfeller ist da. Er war nicht hart genug von Ramirez, war aber auch schwer zu nehmen und es ist Halbzeit und jetzt werden wir uns was einfallen lassen müssen. 1-0 durch Marco Reus, Tor in der 9. Minute, der war überragend von Karim Benzema gemacht und wird uns unser Stürmer der letzten Saison am Ende zu Verhängnis. Wäre ja bitter. Ich habe eine Idee. Guter Trainer hat ja immer eine Idee. Wir stellen mal auf 3-1-4-2 um. Einzig ist eine Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe für uns, um ehrlich zu sein. Mit drei Innenverteidigern agieren nur noch einem Sechser, einer Zentrale und zwei Stürmern.
Das bedeutet nichts anderes als das Moment. Wir spielen das mal ohne. So, Decilio. Rooney nicht im linken Mittelfeld. Rooney vorne drinne. Mata, linkes Mittelfeld. Nein, Miralas muss raus. Pjanic und Ramirez die Zentrale. Mata und Miralas. Decilio defensiv. Rafael Jones und Juan Jesus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da haben wir doch noch andere Spieler in diesem System hier. Barkali zum Beispiel. Barkali ist der richtige Mann. Wir brauchen natürlich jetzt schon die Kreativität. Einer der beiden Sechser. Nein, wir nehmen Decilio runter und setzen Pjanic als Abfangjäger ein. Mata geht auf die 10. Mehr oder weniger auf die 10 dann in dem Moment. Und den Rest lassen wir erstmal, wie er ist. Also, neues System. Habt's gesehen, 4 zu 2 Torschüsse und wir hatten drei hochprozentige Torchancen dabei. Und die meine ich nicht alkoholisch. Und ihr seht es, jetzt bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Sehr offensiv. Also, anderes System. Sehr offensiv. Mata mit dem ersten Ball Richtung, ja, Dortmunder Zone, die werden wir jetzt öfter betreten. Bakkali in seiner ersten Aktion hat gleich sehr viel Platz, an den haben sich wohl noch nicht gewöhnt. Bakkali, Van Persie. Nein, der kommt nicht. Der kommt nicht, aber immerhin ein Abschluss. Gleich wieder ein Zeichen gesetzt. Ballbesitz 61%, da können wir uns alles nichts von kaufen. Solange Weidenfeller nicht zwei kassiert. Mit einem 1-1 wären wir auch raus. Nur, dass wir nochmal drüber reden. Interessante Idee von Juan Jesus hier gerade. Mata, der sieht die Lücken. Ah, Van Persie sieht die Lücke. Miralas. Aber Blaschikowski da. Robust. Auch wenn er Foul gegeben hätte. Oder gibt es, ne? Bringt es jetzt auch nicht. Um ehrlich zu sein. Also, Flanke. Kevin Miralas. Kommt gut. Juan Jesus Weidenfeller ist dran. Ich werde wahnsinnig. Der kam gut. Und Roman Weidenfeller steht uns einfach im Weg. So, nächster Eckball kommt jetzt mal von Mata. Ein bisschen weiter nach hinten. Mit Ressourcen! Das gibt's gar nicht. Wieder so eine knappe Kiste, Leute. Das gibt es nicht. Guckt's euch an. Es ist uns nicht vergönnt, ein Tor zu machen. Wenn wir ein Tor machen, glaube ich, sind wir dran. Und wir haben noch genug Zeit. Es gibt keinen Grund, irgendwie verrückt zu werden. Wir gehen aber, wir haben auf hohen Druck schon stehen, okay? Ich wollte sagen, wir gehen jetzt auch noch auf hohen Druck, aber den haben wir schon. Oh Mann, was wäre das bitter. Aber da machen wir uns erst Gedanken nach dem Spiel rum. Ob es dann auch wirklich bitter wird. Bakker, die gute Bewegung. Ah, der Pech. Oder einfach auch diese, ja, Faulheit von Rooney gerade, da den Weg zu laufen. Ja, der Ball bleibt bei uns. Die Dortmunder. Oh, da spielt Rafael so eine Kelle auf Benzema. Ich würde gerade sagen, die Dortmunder haben so ein Problem mit dem System. Gut, Fehler gut gemacht. Pjanic. Und jetzt ist Ramirez da vorne. Von Miralas gesehen. Ramirez zieht rein. Ramirez! Nein. Nein, 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 nein. 8 Torschüsse mittlerweile von United. Aber leider kein Tor, Leute. Ist es jetzt hier Endstation gegen Schwarz-Gelb? Das wäre der Hölle. Also nicht, weil es Dortmund ist, aber das wäre so übel. Das Schlimme ist, dass wir jetzt auch noch eins der besseren Spiele machen. Bakkali. Bakkali legt rüber. Nein. Nein. Ich werde wahnsinnig. Oh, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Was ist denn hier los? Weidenfeller hat den Ball. Das geht gar nicht. Oh, wie bitter ist das, Leute. Keiner bewahrt die Ruhe da. Der war schon zweimal drin eigentlich. Oh, Mkhitaryan auf Reus. Und jetzt ist Reus natürlich offen. Das ist wohl klar bei sehr offensiv. Bender. Aber Jesus ist da. Bringt uns jetzt auch nicht weiter da unten. Oh, weil da ist gar keiner von uns. Doch, da. Mata. Weiter geht's. Bakkali läuft jetzt in den freien Raum. Miralas auf Wayne Rooney. Wer, wenn nicht Wayne Rooney, soll es denn richten? Guter Ball. Mata. Oh, Miralas mit klaffendem Bein geholt, Leute. Das kann nicht sein. Es kommt alles zusammen. Es kommt wirklich alles zusammen. Es fehlt nur noch eine rote Karte für uns, wie eine Notbremse oder sowas. Das kann ja nicht wahr sein. Das war doch ein glockenklarer Elfmeter jetzt. Mata, die machen aber auch die Räume auf hier. Bakkali. Bakkali. Boah, der darf da durchgehen. Zakaria Bakkali, Weidenfeller. Und das ist eine Rückgabe. Das geht überhaupt gar nicht. 70 Minuten sind durch, Leute. Und wir verballern eine Dicke nach der anderen. Das Tor ist ja wie vernagelt hier. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, es soll einfach nicht sein. Aber das Gefühl darf ich noch nicht haben. Das Gefühl kann ich in der 90. noch haben. Und, oh, Miralas mit einem ganz schwachen Ball. Aber Ramirez kann den zum Glück erlaufen. Miralas bekommt ihn wieder. Es ist keiner da. Wieder daneben.
wieder daneben. Es rollt Angriff um Angriff, Leute. 73. Minute. Wenn dieser Drecksball da reingeht, haben wir noch eine Chance. Aber was ist denn hier los? Was ist das überhaupt für ein Spiel auf einmal? Dortmund nach dem 1-0 nicht mehr zu sehen. Brauchen sie auch nicht, weil sie wissen genau, zwei Tore Vorsprung, oh, reichen ihnen ja. Der war schlecht jetzt. Und Weidenfeller hat natürlich jetzt Zeit, das verstehe ich. Hätte ich jetzt auch an seiner Stelle. Benzema setzt sich jetzt mal durch. Jetzt kommt Reus da unten. Geht der Masterplan auf? Ja. Man kann es nicht besser spielen, wenn man nicht mehr Glück braucht als Dortmund jetzt gerade. Das ist die Entscheidung. Und das Schlimme ist, an unserem Spiel ändert es ja nichts. Wir brauchen trotzdem zwei Tore. Aber wir haben nur noch 10 Minuten Zeit und es ist einfach nicht mehr drin. Wir haben so viele Dinger jetzt verknallt. Ich wüsste gar nicht, wie wir noch ein Tor machen sollen hier. Marta. Aber wir geben natürlich nie auf. Marta. Jetzt hat Schmelzer natürlich auch noch den Zweikampf gewonnen. Marta, Reus. Jetzt gewinnen natürlich auch den Zweikampf da hinten. Verständlicherweise sind die jetzt beflügelt. Der Ball kam wieder nicht an. Schade. Und schon haben die wieder Sicherheit in dem Spiel. Auch wenn Ramirez hier nochmal ganz stark dazwischen ist, zweimal. Aber ihr seht, das sind die zweiten Bälle. Jetzt kriegen wir sie gar nicht mehr. Ist klar. Oh, und da wieder so ein Ding. Da ist aber der Kerl jetzt da. Das ist kein Problem für ihn. Mann, ist das bitter jetzt an meiner Stimme. Ich war eben schon nicht mal euphorisiert. Ich habe das, das merkt man ja, ne? Man kriegt ja so ein Gefühl für diese FIFA-Spiele. Und dann verlierst du das erste Saisonspiel auf so eine Art und Weise. Das merkt man eigentlich schon, wenn die ersten Bälle gerollt sind. Van Persie! Da komme ich nicht mehr dran. Das ist unglaublich. 87. Minute. Was soll ich noch machen? Also mehr schießen kann ich nicht. Also das sind normalerweise 5-6 sichere Tore dabei. Also zumindest in Einzelaktionen. Da spielt es gleich aus. Und das ist auch gut so. Auch wenn unsere Champions-League-Saison dann beendet ist. Langer Ball nochmal auf Wayne Rooney. Der im Laufduell sogar nochmal gewinnt, aber dann gegen Sokratis den kürzeren zieht. Flanke von Marta wird nochmal kommen. Abgelegt, aber natürlich ist da wieder ein Dortmund dazwischen jetzt. Wie gesagt, ist jetzt einfach auch egal mittlerweile. Van Persie, Miralas. Also wir hätten zumindest ein Tor verdient. Das ist schon unfair, dass wir hier gar keinen machen. Und das war's, Leute. Das war's. Die Champions-League-Saison ist beendet. Wir verlieren unglaublich mit 2-0 in Dortmund. Bei gefühlten 8 Großchancen sind wir raus im Halbfinale. Und ich kann es einfach gar nicht anders sagen, als das ist der bitterste Moment in FIFA 14 für mich in der Karriere. Weil wir einfach ganz klar die bessere Mannschaft waren und unverdient ausscheiden. 14-3 Torschüsse bei 8 Schüssen auf das Tor. Nur, dass wir mal darüber reden. Es geht gar nicht. Es ist unfassbar. Aber wir müssen jetzt damit leben. Und Chelsea setzt sich im englischen Duell durch. Dortmund gegen Chelsea ist also das Finale der Champions League. Ein ganz schwacher Trost für mich, dass City jetzt auch ausgeschieden ist. Ich kann es gar nicht anders sagen und ich bin wirklich traurig. Ich bin wirklich traurig. Und ja, Halbfinale aus ist heftig. Ja, schön, dass sie sich auf uns gesetzt haben. Da können wir uns leider nichts von kaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber da, so weit wollte ich noch gar nicht. Jetzt geht es hier zu schnell. Was soll ich noch sagen? Von der Pressekonferenz, ich muss die Mannschaft jetzt motivieren, weil ich gar nicht weiß, wie die jetzt auflaufen wollen. Danny Welbeck möchte sein Gehalt. Das ist sehr schön. Danny Welbeck kann den Verein verlassen. Aber wir müssen ja Danny Welbeck nicht noch eine Saison spielen. Und ihr seht es hier. Wir sind 5 Punkte in der Liga vor. Und deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal ein Spiel simulieren. Leute, in der nächsten Folge hoffe ich, dass meine Motivation wieder höher ist. Denn jetzt bin ich mächtig down, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr enttäuscht. Und ich freue mich auf eine weitere Folge mit euch, wenn es wieder heißt Let's Play mit Manchester United. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche mir einen Daumen nach oben. Ciao. Und haut rein.